So, auf zum Tauchen. Damit ich dann das Hirschgeweih kriege. Und einen Bogen basteln kann. Ich habe eine Flasche Feuerwasser besorgt. Du hättest mich warnen können, dass das Zeug so wertvoll ist. Wertvoll? Es kostet ein paar Kupferstücke und man bekommt es hier in den wilden Landen an jeder Ecke. Aber warum? Ich war nur zu faul, es selbst zu holen. Außerdem wollte ich dich loswerden. Gib schon her. Na toll. Voll beschissen worden. Hier hast du das Geweih. Danke. Ah, nicht so laut. Ich glaube, ich lasse ihn besser mal in Ruhe jetzt. Ich lasse ihn und seinen Kater lieber in Ruhe. Ist besser. So, dann basteln wir mal hier. Das Geweih und die Sehne zusammen ergeben meinen altbewährten Knochenbogen. Moment, ich muss die beiden Sachen verbinden am Ende, oder? Ich glaube schon. So, dann gehen wir wieder mal in den Knochenbogen. Hi. Bin wieder da. Hey, du da, Kapuze. Wo ist mein Bogen? Hier. Danke. Warum tust du das? Nimm. Vielleicht will er mich hier einfach noch ein wenig beschäftigen, damit die Schattenarmee genug Zeit hat, das Lager zu umstellen. Ja, genau deshalb. Bin ich misstrauisch. Was für die Misstrauische? Warum nur? Keine Ahnung. Och nö. Nee, okay, ich glaube, der macht alles fertig. Gucken wir mal zu, wie er schießt. Der Mensch hat die Prüfung der Geschicklichkeit gewonnen. Unmöglich. Ich habe gesprochen. Der Mensch gewinnt. Auch den zweiten Wettkampf. Das ist nicht... Ich... Holst du gleich? Der schöne Bogen, immer noch. Komm nach vorne zum Tor für den dritten und letzten Wettkampf. Okay. Das wird klappen. Und es gab schon Leute, die meinten, ich wäre peinlich. Aber jetzt sollte ich mich sputen. Ich muss dafür sorgen, dass Massas ihren Lauf nicht beendet. Tja, nur da weiß man natürlich nicht, wie man das gemacht hat, ne? Der Häuptling hält mich für einen Spion der Erzhexe. Dabei wollen wir es belassen. Ja, nehmen wir mal so hin. Okay, also muss ich jetzt wieder zu den Ogern. Hallo, steckt da etwa jemand in dieser Spalte? Wer ist dort? Hier ist Nate, das Menschlein. Menschlein? Den Göttern sei Dank. Nate, kannst du uns befreien? Eine Kopfgeldjägerin hat uns in eine Falle gelockt. Doch nicht etwa diese fürchterliche Masas. Seine Orgfrau mit dunklen Haaren. Die jagt mich auch schon seit Ewigkeiten. Dabei habe ich ihr nie was getan. Kaputtkloppen! Du wirst dich nicht mehr vor ihr fürchten müssen, Freund Nate, sobald wir hier rausgekommen sind. Das klingt gut. Ich lasse mir etwas einfallen, wie ich euch helfen kann. Ja, das ist mich die Frage. Ist mit den Sachen hier, komme ich da nicht weiter, oder? Ich kann das. Warte, den Heißluftballon? Okay, von mir aus. Hey, ihr beiden, haltet euch an diesem Seil fest. Ich versuche, euch mit einem Heißluftballon hochzuziehen. Klappt das? Tut sich was? Mach dich leicht, Grump. Leichter. Es geht nicht. Grump ist zu schwer. Oh. Und jetzt? Warten wir, bis ihr ein paar Pfund abgespeckt habt? Kannst du dir nicht etwas anderes einfallen lassen? Muss ich ja wohl. Wie werdet ihr nur leichter? Ja, wie werden die leichter? Das ist jetzt die Frage. Das kann ich einfach hier mit nichts mehr machen. Also hiermit werden die nicht mehr leichter. Ha. Die beiden sind zu schwer. Es kann auch sein, dass sie sich in der Spalte verkeilt haben. Auf jeden Fall schafft der Ballon es nicht, sie herauszuziehen. Ist aber irgendwie klar, dass sie zu fett sind dafür. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Husa könnte... Mag die Drachendame vielleicht helfen? Hilfst du die rauszuholen, bitte? Ich lasse sie lieber in Ruhe. Okay, dann nicht. Kommen wir hier weiter. Hilfst du uns nochmal? Nee, keine Ahnung. Okay, hilft der Taro vielleicht nochmal? Ich lasse ihn.
Auch nicht. Ich muss zu dieser scheiß Höhle mit den Wusa-Kerlen. Das gibt's doch nicht. Oder ich muss im Lager irgendwas haben, was hilft. Hatte der Krämer noch irgendwas gehabt, was ich nutzen kann? Hallo. Was denn nun schon wieder? Können du und dieser Kriegerverschnitt mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nope. Geht man so mit Kunden um? Kunden? Alles, was ihr tut, ist doch mich auszutricksen. Ihr habt meinen halben Warenbestand und ich habe kein müdes Goldstück mit euch verdient. Hast du zufällig Interesse an 97 Kupferkesseln? Oder kann ich dir sonst etwas anbieten? Meinen wertvollen Verkleinerungsring? Oder mein letztes Hemd? Verkleinerungsring klingt gut. Also... Weißt du was? Hier, nimm den Ring. Das ist alles, was ich noch an Wert besitze. Dann muss ich mich wenigstens nicht noch einmal für dumm verkaufen lassen. Das mit den Töpfen und den drei Zahlen hat sie in ihrer Händlerehre getroffen, was? Ich bin kein Händler mehr. Schluss mit dem ehrlichen Leben. Ich gehe in den Süden und werde Bank. Tun Sie nichts, was Sie später bereuen würden. Verkleinerungsring. Ganz umsonst. Ah. Schluss mit dem ehrlichen Leben, ich werde Banker. Oh, der ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Hey, Zloff. Ja, Freund Nate? Ich werfe euch einen Ring runter. Lasst ihn ja nicht fallen. Also gut. Aufpassen, Grump. Okay, zieht ihn an. Ja. Ah! Schnappt sie euch, Jungs. Da hat jemand ein kleines, speckiges Problem. Mini-Ogre. Wie geil. Okay, gehen wir zurück ins Lager. Mini-Ogerchen. Oh, ist das süß. Die waren niedlich. Damit kannst du mit deinem Preis gehen, wohin du willst. Du bist der Sieger des Kriegerwettkampfes. Ausgezeichnet. Nichts wie weg hier, bevor Sasi zurückkommt. Jawohl. Ausgezeichnet. Damit habe ich meinen Job ja wohl vorbildlich erledigt. Jetzt nur noch Wilbur irgendwie reinkriegen. Ich bin Erster. Wie Wilbur wohl beim Austausch des Artefakts vorankommt. Ja. Bob. Bob. Ja, das wirkt irgendwie nicht ganz so gut. Armer Wilbur. Die Luft ist rein. Ja, gucken wir mal in die Kiste. Aha. Ich scheine gerade Hilfe für den Kistentransport zu suchen. Das ist meine Chance. Aha. Ja, dann legen wir es mal rein. Da ist es schon. Verflixt. Ach, deshalb. Ach so. Deshalb war er hinterm Spiegel. So ist das. Der hat den Spiegel kaputt gemacht. Hallo? Ist da wer? Ach so. Meine Nerven müssen mir einen Streich gespielt haben. Oder hier ist ein unsichtbarer Einbrecher. Das ist die Kiste. Also los. Alles ergibt Sinn auf einmal. Das ist so geil. Cool. Also los. Ach, wie kommt Wilbur jetzt raus? Das war knapp. Sei doch mal etwas optimistischer. Was soll jetzt noch schief gehen? Das Munkus kommt. Ich wusste, dieser verdammte wandelnde Bettvorleger. Keine Bewegung. Ich bin ein Magier. Ich weiß, kleiner Mann. Ich hätte dir das schon damals in Seefels nicht zugetraut. Und von dir hätte ich erwartet, dass du mal wieder deine Freunde im Stich lässt.
Zumindest hätte ich mir dann dieses Gefase nicht anhören müssen. Schauen wir mal, ob du immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hast, wenn du vor Mutter stehst. Nein! Zu freundlich von euch. Legt sie in Ketten! Okay, und damit hat Bunkus jetzt das gefälschte Artefakt. Weil wir die Zeit umgedreht haben. Das ist gut. Hi. Hat man uns gefangen genommen? Yep. Hast du das Artefakt ausgetauscht? Yep. Wo ist Ivo? Hier bin ich. Und ich habe eine Transportmöglichkeit organisiert. Ui. Hüpft drauf. Ich muss euch beiden noch durch die Zeit zurückschicken. Und ihr müsst noch etwas anderes für mich tun. Die Wildlande noch einmal. Oder immer noch. Ach ja. Schön, ich muss mich beeilen. Nate und Wilbur sind oben gefangen. Okay. Das ist das Telarion. Der Erzmagier hat es mir gegeben. Okay, das Zeitreise-Ding. Der große Bruder von Wilburs Amulett, wie der Erzmagier es nannte. Damit sind Reisen nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit möglich. Wann ist Wilbur jemals durch den Raum gereist? Ach, durch den Spiegel ganz am Anfang, in der Magierschule. Zum Glück sind hier keine Wachen. Weiter. Ja, weiter. Wir müssen was tun, Captain Nate. Was denn? Es ist zu spät. Mutter, du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht. Gut. Wow, ist der dämlich. Ich will es benutzen. Was? Psst, später. Los, berührt beide das Amulett. Bis gleich. Okay, damit sind die weg. Oh. Würdest, wissen wir. Was machen wir als nächstes? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Vielleicht wartet hier irgendwo noch ein anderes Abenteuer auf uns. Warten wir es ab. Okay, ich muss sagen, das Ende kam jetzt ein bisschen abrupt für mich. Also hat Ivo jetzt die beiden am Schluss nochmal weggeportet, ist selbst da geblieben, um halt eben dann über die Vergangenheit halt eben mit den Drachen zusammen Bortogas Schloss einzufallen. Hat letztendlich auch die Erdwichtel überzeugt, dass sie jetzt da mit dem Portal dem gekommen sind. Tricky, tricky. Das heißt, Bortoga kam jetzt nicht an das Artefakt heran. Und, ja, das Artefakt wurde jetzt versteckt. Sehr schön. Also haben wir die Welt gerettet, dass, sie nicht vom Bösen überfallen wird. Sehr schön.
Es scheint mir gerade laut zu sein, das Spiel. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. ja, das war es mit The Book of Unwritten Tales. Man mag es kaum glauben, dass es jetzt doch so abrupt geendet hat. Okay, ich meine, es war ja klar, dass wir irgendwann jetzt langsam zum Ende kommen. Ich meine, wir waren im Otrogas Schloss. Und, ne. Von daher war es zu erwarten, aber schön, wie es geendet ist. Mit dieser Zeitreise nochmal mit so ein bisschen spielerische Tiefe reinbringen. Hat mir sehr gefallen. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Die ganzen, Verarschungen von Rollenspielen, Fantasy-Welten und sowas. Die ganzen eigenen Charaktere, die das Spiel entwickelt hat, natürlich die vier Hauptcharaktere. Meinetwegen jetzt noch Mazas und Munkus. Alles sehr schön gemacht, finde ich. Hat mir wirklich sehr gefallen. Natürlich muss man in dem Spiel nicht unbedingt immer nach sinnvollen Aktivitäten suchen, das ist klar. Weil die waren irgendwie nicht ganz so gegeben manchmal. Aber macht ja nichts. Dafür ist das Spiel ja auch gut da. Dass nicht alles immer ganz so sinnvoll erscheint, wie es sein muss. Und trotzdem kommt man irgendwie voran. Die Frage ist nicht, ob das auch alles so klappen wird, wenn man es in Wirklichkeit macht, aber gut. Aus dem Grunde nennt sich es ja auch Fantasy und nicht Wirklichkeit. Ja, wie gesagt, das Spiel hat mir sehr gefallen. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich durch haben. Nach, keine Ahnung wie lange. Wurde mal Zeit, ich weiß. Ja. Zwischenzeitlich kamen natürlich noch andere Sachen raus. Es gab ja noch, The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken gibt es ja noch. Ob ich das Let's Playen werde, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal gerne wünschen, wenn ihr möchtet. Ansonsten kommt ja jetzt gerade The Book of Unwritten Tales 2 raus. Ist gerade im Early Access auf Steam und wird wohl episodenweise veröffentlicht aktuell. Von daher, derzeit kein Interesse daran. Nee. Müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht irgendwann mal den zweiten Teil machen. Aber erstmal gibt es noch andere LPs, die ich... die ich abschließen möchte und auch gerne noch neu anfangen möchte. Und da setze ich mich halt eben jetzt erstmal ein bisschen weiter ran. Ja, ich würde meinen, das war's dann soweit hier mit dem Let's Play. Hoffe, hat gefallen. Auch wenn es natürlich eines der Let's Plays war, die weniger geguckt wurden, aber das ist kein Problem. Ist halt eben ein bisschen spezieller. Aber sehr gut, finde ich, sehr gut. Hat seinen eigenen schönen Humor. Ja, dann würde ich meinen, ich lasse euch mit den Credits noch weiterhin alleine. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, man sieht sich dann bei einem anderen LP wieder. In dem Sinne, bis dahin. Hallo, Wilbur? Ich höre doch deine Schritte. Hallo?